Hallo, servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Heute sind wir wieder mal im Aloft Hotel. Ihr kennt es noch von unserer Party Monaco Deluxe Release, nämlich wo wir unser erstes Printmagazin präsentiert haben. Und heute sind wir schon wieder da, nämlich zum Konzert von Max Giesinger. Wir schauen jetzt gleich mal auf seine Suite und gucken, ob wir ein Interview kriegen. Rund um das Thema EM, Oktoberfest, die Liebe. Wir werden gucken, auf welche Fragen er eingeht. Max, was gibt es Neues bei dir? Erzähl mal. Wo fange ich da an, ey? Ganz schön viel. Bei der EM vielleicht am besten. Bei der EM können wir gerne anfangen. Ja, ich habe eine EM-Version meines Songs 18 Millionen rausgebracht. Kommt am Freitag. Weiß nicht, wann das gesendet wird. Aber wie fühlt man sich so, wenn man so die EM so ein bisschen musikalisch unterstützt dann auch? Bisher fühlt sich das sehr verrückt an und ich weiß ja gar nicht, was passiert. Ne? Weil jetzt fängt das ja an und vielleicht bekommt der Song ja so eine Eigendynamik und ich kann es gar nicht einschätzen. Auf jeden Fall schön, dass ich da schon ein Teil davon bin. Ich habe so ein paar Artikel gelesen, da wird ja gerade so als die zweite Nummer nach dem Forster-Song irgendwie so betitelt momentan. Das ist natürlich schon eine Sache, ne? Eine coole Geschichte. Eine coole Geschichte, ja. Ja, wir sind ja jetzt auf YouTube sozusagen und ich glaube, YouTube hat ja auch dein Leben mitverändert, wenn man das so sagen darf, oder? Eigentlich gar nicht so stark. Das steht zwar irgendwo auf Wikipedia, aber ich war gar nie so der Riesen-YouTuber. So, ich habe mit einem Kumpel, mit Michael Schulde, damals 3 Videos hochgeladen. Die haben irgendwie alle über 1 Million Aufrufe bekommen. Aber selber auf meinem Channel war ich jetzt nie so der, ganz viele Videos, also ich habe 5, 6 Sachen halt aufgenommen, 2007, 2008, ne, mal zu gucken, was so die Außenwelt dazu sagt, fernab von diesem Dorf, wo ich herkomme, wo 1000 Menschen. Endeffekt, ist es krass, dass das aktuelle Video halt so abgeht. Deshalb haben wir jetzt fast 7 Millionen Aufrufe. Ja, genau. Ne? Und jetzt sind natürlich auch irgendwie die Abonnenten nach oben gegangen. Freut man sich drüber. Ja, läuft bei dir. Gerade auf jeden Fall. Also es fühlt sich sehr, sehr gut an, ne? Weil es ja auch Jahre gab, wo einfach nicht so viel passiert ist. Wir haben zwar immer Touren gespielt, die sehr gut liefen, die auch immer größer wurden. Aber mein großer Traum war es einfach halt auch, über den Sommer mal ganz viele Festivals zu spielen. Und der ist jetzt auf jeden Fall in Erfüllung gegangen, sodass ich eigentlich gar keinen freien Tag mehr habe. Ja, was macht denn dann die Liebe so an der Seite? Ja, es ist eine Zeitmanagement-Frage. Ne? Das ist wirklich, ich sag mal so, man muss das Privatleben hier und da schon ein bisschen zurückschrauben. Ich war jetzt auch schon seit 3 Monaten nicht mehr in der Heimat. Das tut mir auch voll leid, aber ich kann es einfach, also ich habe, wenn dann mal Montag oder Dienstag Zeit, aber dann fährst du da auch irgendwie 7 Stunden runter von Hamburg. Und jetzt plane ich da irgendwie mal gerade, wann ich mal wieder nach Hause kommen soll, weil es irgendwie nicht, außer das würde ich es vor September schaffen, wäre ich ein halbes Jahr nicht mehr zu Hause gewesen. September ist ja schon fast der Oktoberfest bei uns wieder. Da geht es hier schon richtig ab, ne? Sieht man dich da auch? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Nee, ich war immer auf Tour, als Oktoberfest war. Und es wird wahrscheinlich wieder so sein. Und wir haben dann auch immer in München gespielt. Aber da du dann zu dieser Location oder Veranstaltung gehst und erstmal aufbaust, hast du auch gar nicht groß Zeit, da jetzt irgendwie 2 Stunden da dir die Maß reinzuballern, ne? Oder da überhaupt drüber zu laufen. Das heißt, ich war zwar immer zum gleichen Moment in München, bin aber noch nie drüber gelaufen. Schade. Schade. Vielleicht kann ich es irgendwann in meinem Leben mal verändern. Dann sag uns Bescheid. Dann sind wir dabei. Okay, können wir machen. München. Das ist ein Gut. Habt ihr Bock? Sehr gut. Es ist aufhin und es sind keine Freunde. Sind wir dir aufhin, wenn das passen. Alles wird gut, sind keine Formen, yeah. Oh, 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 oh. So, jetzt hat er schon mal ein bisschen aufgewärmt. Ich würde sagen, wir bleiben da einfach mal dran und singen einfach weiter. Weil in München singt man einfach viel. Das weiß doch jedes Kind. Okay, ich mach's euch einmal vor und dann geht's richtig los. Der Song heißt Vielleicht im nächsten Leben. Vielleicht im nächsten Leben, euer Part. Vielleicht im nächsten Leben. Boys, an der Bar seid ihr. Ah, ich hab euch gefunden, ihr ganzen Typen. Okay. Viel zusammen. Vielleicht im nächsten Leben. Vielleicht im nächsten Leben. Im nächsten Leben hätten sich unsere Wege nicht getrennt, hätten wir die großen Träume durchgezogen.
Ja, das war das Konzert mit Max Giesinger. Es war der Hammer, super Stimmung hier im Aloft. Und jetzt ist natürlich schon die Aftershow-Party. DJ, alle tanzen und die Stimmung ist der Burner hier. Müsst einfach mal vorbeikommen. Eine total tolle, lässige Bar hier, direkt am Hauptbahnhof. Und hat euch das Video gefallen, lasst uns einen Daumen hoch da, oder? Abonniert uns hier. Einfach hier draufklicken. Ihr wisst, ein Abo auf YouTube ist natürlich kostenfrei. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.